Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, und was ist das Schönste so für den Einstieg ins Wochenende? Und zwar habe ich hier einen Renault Scenic. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt Renault Scenic oder Megane Scenic hieß. Früher hieß er doch mal Megane Scenic oder so, ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das Vorschaubild oder das Auto blende ich euch zur Not nochmal ein. Und ja, Bremsschutz und Scheiben an der Vorderachse. Ein bisschen Entspannung, ein bisschen locker weg. Haben wir an diesem Auto noch nicht gehabt. Das Auto ist ein Ersatz für ein Seat Altea. Ja, wollte ich euch nur sagen, also ich hatte mal so einen Seat Altea, der hat aber eher mehr Probleme gemacht als alles andere und hat dann irgendwann gesagt, komm, ich habe die Schnauze voll und hat jetzt quasi dieses Wägelchen. In einem anderen Video muss ich gucken, ob ich es zeitlich schaffe, zeige ich euch das Auto nochmal, weil ich bin jetzt gerade hier reingefahren und ich muss sagen, das Ding ist schon gar nicht so klein. Ne? Allerdings machen wir Folgendes, wir wechseln Bremsgurte und Scheiben an der Vorderachse, ich stelle euch um und ich sage, los geht's. Ja Leute, also normalerweise mache ich die Zündung immer aus bei Bremsgurt und Scheibe wechseln. Allerdings hat er jetzt nur noch dieses elektronische Zündschloss und ich würde ganz gern gleich in einem durcharbeiten. Was bedeutet, ich habe jetzt die Zündung angelassen und habe ein Ladegerät dran gehangen. Zeige ich euch. Ja, in dem Fall haben wir jetzt hier, wie gesagt, das Ladegerät dran. Wir haben Klimaanlage und Gebläse haben wir ausgemacht, weil wir nur noch hier diesen Kartenschlitz hier haben, also Keyless. Und für den Diagnosestecker, ne, Feststellbremse machen wir natürlich in einem separaten Video, müssen wir natürlich die Bremse zurücksetzen. Das machen wir dann, wie gesagt, wenn wir die Bremse hinten wechseln. Aber Diagnosestecker ist hier drunter. Ne? Ich habe auch erst im Fußraum gesucht und nichts gefunden. Und dann googelt man einmal und dann kommt man eigentlich bei dem Modell so quasi hinter der Mittelkonsole. Das ist dieses Plastikding, das müsst ihr rausnehmen, das lässt sich rausklipsen, dann kommt ihr da super dran. Ja Leute, ich dachte, ich könnte die Zündung anlassen, Batterie, Ladegerät natürlich dran, um dann verhindern, dass das Lenkradschloss einrastet. Das geht natürlich nicht. Das heißt, ihr müsst erst die eine Seite machen, entsprechend einschlagen und dann die andere Seite. Das habe ich jetzt hier so gemacht. Und ja, ich stelle euch jetzt um und dann machen wir zusammen Bremsgriffe und Scheiben. Das wird eine Standardbremse sein. Hinten haben wir elektrische Feststellbremse, werden wir mal gucken. Aber auch das kriegen wir hin. Aber jetzt machen wir erstmal vorne. Wie immer als erstes das Rad ab und dann habt ihr hier vorne für die Bremsscheibenbefestigung Torx-Schlüssel. Und zwar ist das ein 40er Torx. Mal gucken, ob es da so losgeht oder ob wir blockieren müssen. Na, die gehen sogar so los. Perfekt. Können wir schon mal losmachen. Und wir können natürlich auch hier erstmal eine Radschraube wieder reindrehen. Warum das wichtig ist, zeige ich euch gleich. So, dann habt ihr hier hinten, weiß ich, könnt ihr das noch erkennen hier? Ja, aber müsstet ihr, ne? Hier hinten, da sind wieder diese schwarzen Abdeckkappen drauf. Zwei Stück an der Zahl. Oben und unten. Und da braucht ihr natürlich eine 7er Imbusnuss zu. Ja, ich kann das jetzt nicht weiter einschlagen, aber 7er Imbusnuss, da sind nur zwei. Einmal rein damit und dann natürlich entsprechend vorlösen. Und da müsst ihr auch immer so ein bisschen aufs Gewinde aufpassen bei den Sachen. Und hier natürlich auch, ne? Also zwei Stück dürfte für euch kein Hexenwerk sein. Ich mache mir das jetzt ein bisschen leichter. Und wir auch Nummer 2. Das ist jetzt erstmal gelöst. Jetzt habt ihr hier vorne eine Feder, die zeige ich euch. Also die Feder müsst ihr jetzt aushaken. Und zwar müsst ihr hier dann quasi damit rein. Dann könnt ihr die nämlich so, seht ihr das, so aushaken. Ich muss jetzt nur die Kamera wieder wegstellen, sonst fliegt mir die nämlich weg. So, das heißt hier drunter einmal gehen und dann könnt ihr die so abmachen. Die dürft ihr auch nicht vergessen. Die hat schon eine bestimmte Wichtigkeit. Ja, jetzt können wir natürlich erstmal versuchen, so gut wie es geht, den Sattel zurückzudrücken. Achtet darauf, dass ihr oben genug Luft im Bremsflüssigkeitsbehälter habt, ne? Sonst läuft er nämlich über. So, eins, na, nur ein Tacken geht noch. Guck mal eben. Ja, das geht noch.
Da können wir noch was machen. Da habt ihr den größten Teil schon mal quasi zurückgedrückt. Gut, als nächstes habe ich jetzt hier so einen Haken. Ne? Ihr nehmt in dem Fall, bleibt der innere Bremskloss, könnt ihr erkennen, bleibt jetzt hier drin. Ja? Das sind also auf jeden Fall zwei unterschiedliche und dann müsst ihr euch irgendwas einfallen lassen. Da geht auch Bindedraht. Ich habe jetzt hier so eine Klammer, da kann ich den entsprechend mit hochhängen. Und ihr seht dann auch, dass ihr in dem Fall zwei unterschiedliche Bremsklötze habt. Einmal ein, der mit Klammern versehen ist. Den nehme ich jetzt mal raus. Ja, da sind die Klammern dran. Und diese Seite ist quasi ohne Klammern. Die sitzen also außen. Und ihr seht, dass das doch alles ein bisschen ungleich abgefahren ist. Das Ding ist hier fast runter. Und hier sind noch vielleicht 30-40% drauf. Ja, jetzt müsst ihr das Ding hier abbauen. Dafür müsst ihr diese beiden 18er hier losmachen. Ja, 1 und 2. Das geht aber auch relativ simpel und einfach. In diesem Fall habe ich jetzt hier eine Verlängerung. Ne? 18er Nuss braucht ihr dafür. Ihr könnt das wahrscheinlich auch anders machen, aber ich mache es mir jetzt leicht mit so einem etwas längeren Hebel. Und ihr seht, das geht also ganz gut los. Nummer 1. Und hier oben ist die zweite. Ich habe jetzt hier den Bremssattel so ein bisschen hier vorhängen, aber den müsst ihr dann so ein bisschen an die Seite legen. Aber ihr seht, diese beiden Sachen, die gehen ganz gut los. So, nochmal eben Schlagschrauber drauf. Ja, das sind diese beiden Schrauben hier. Eine legen wir gleich rein. Und Nummer 2. Ihr seht, das Ding geht dann einfach ab. Die Radschraube habe ich jetzt drin gelassen, weil ich jetzt von hinten gegen die Bremsscheibe schlagen werde. Und damit mir die nicht runterfällt und hier durch die Garage purzelt, ne, einfach eine Radschraube reinmachen. Und dann müsste die jetzt aber abgehen. Das ging doch ganz gut. Jetzt können wir die abmachen. Und hier die Bremsscheibe an die Seite legen. Jetzt braucht ihr was, um den Bremskolben zurückzudrücken. In dem Fall habe ich jetzt hier so ein Ding. Das geht wirklich super. Das macht ihr einfach nur da rein und könnt dann quasi den Kolben ganz zurückdrücken, bis er hinten anliegt. So, das merkt ihr auch sofort. Dann habt ihr das schon. Jetzt hier, wo die Bremsklötze gesessen haben, ihr müsst das alles ein bisschen sauber machen. Macht dann mit der Drahtbürste. Ich würde euch empfehlen, jetzt irgendwie nicht Bohrmaschine und Drahtbürste zu nehmen, sondern die klassische Hand. Das staubt wie die Pest, sage ich jetzt mal. Da ist zwar kein Asbest mehr drin, aber trotzdem, das, was ihr einatmet, das Ganze ist natürlich nicht mega gesund. Ihr könnt es auch vorher einmal mit Bremsenreiniger einsprühen, dann staubt das Ganze nicht so. Ich mache das jetzt mal eben hier sauber. Das heißt hier, diese ganzen Sachen, ne? Also diese Stelle, diese und diese hier anständig sauber machen und dann haben wir das auch. Als nächstes müssen wir natürlich, das kennt ihr ja mittlerweile, hier die Nabe sauber machen. Ja, sieht doch schon gut aus, auch hier. Ja, dann pappen die Felgen auch nicht so. Aber das ist, glaube ich, ausreichend. Das, was jetzt noch hinzukommt, ihr habt ja hier diese Stifte hier. Da seht ihr, da ist so ein Rostansatz. Achtet darauf, ob die gleich lang sind. In dem Fall ist das wohl so. Aber es gibt auch Fahrzeuge, da sind die nicht gleich lang. So, kommt mal her. Muss man manchmal hier so ein bisschen dran ziehen. Da seht ihr auch. Ja, und das kann manchmal schon reichen an Rost, dass sich die Bremsklötze ungleichmäßig abfahren. So. Wieder reinhängen und dann Akkuschrauber nehmen, hier vorne einspannen, so ein ganz klein wenig, und dann habe ich jetzt hier so ein Schleifpad, da könnt ihr ganz feines Schmirgelpapier nehmen und damit geht das rucki zucki, geht das dann wieder sauber. Perfekt, das ist Nummer 1 und dann natürlich jetzt den zweiten. So, Nummer 2 natürlich auch.
Perfekt. Ah, da ist noch was. Jetzt sehen die wieder aus wie neu. Und damit die jetzt nicht erneut festgammeln, ist es schlau, die einmal, ich mache jetzt also immer was in die Plastikführung rein, in die Gummiführung. Und ihr könnt natürlich dann noch hier so ein bisschen dran machen, möglichst weit unten, einmal so entlang, und dann könnt ihr die quasi wieder reinmachen. Ja, denn wenn die schwergängig sind, ist das einer der Gründe, warum sich die Bremsklötze unterschiedlich abfahren, also unterschiedlich dick abfahren. Die müssen also wirklich ganz leicht hin und her zu bewegen sein. So, das Ganze hier natürlich auch noch so ein bisschen. Perfekt. So, bevor wir jetzt die Bremsscheibe dran machen, das sind ja hier die Befestigungsschrauben. Da könnt ihr auch einmal Cargraph 29, ne, das geilste Zeug des Internets, sage ich nur. Meine Keramikpaste ganz einfach zu verarbeiten. Ja, das reicht so, da reicht so ein bisschen nur, damit man die praktisch in vielleicht 60 oder 70 oder vielleicht auch 100.000 wieder gut abbekommt. Ja, dann müsst ihr die Bremsscheibe wieder dran machen. Sollte die eingeölt sein, müsst ihr die natürlich ein bisschen mit Bremsenreiniger entfetten. In dem Fall war das jetzt nicht so. Und ja, die können wir jetzt quasi hier wieder dran machen. Und können diese Sache jetzt hier wieder festziehen. Und setzen jetzt erstmal die Bremsscheibe grob an. Nummer 1. Und natürlich dann auch Nummer 2, könnt ihr dann handwarm festziehen. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, hier seht ihr jetzt, das habe ich mit der Drahtbürste sauber gemacht. Und dafür ist natürlich auch Cargraph 29 das perfekte Zeug. Einfach mal eben rucki zucki. Fertig aus. Und dann können wir natürlich den Sattelträger hier wieder dran schrauben. So. Können wir also quasi auch festziehen, passt also auch nur einmal. Achtet so ein bisschen darauf, dass ihr keine Keramikpaste an die Bremsscheibe schmiert. So, das haben wir auch. Dann natürlich das Ganze festziehen. Die aktuellsten Drehmomentwerte findet ihr im Internet. Das heißt, festziehen, Nummer 1, und hier oben natürlich Nummer 2. Wichtig ist, zwei unterschiedliche Bremsklötze, das Ding ist ohne Feder. Ihr solltet auch immer mal drauf schauen, ob irgendwo auf dem Bremsklötzen vielleicht ein Fall drauf ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil es natürlich auch laufrichtungsgebundene Bremsklötze gibt. So, und hier machen wir jetzt auch. Zack, bumm. Und jetzt könnt ihr den natürlich dann einfach hier wieder so reindrücken. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich etwas schlecht sehen. Aber ich glaube, wir haben das schon 1 Million Mal gemacht. So, wichtig ist, dass ihr keine Keramikpaste auf die Belege macht. Ja, und dann kommt das Ding hier wieder drauf. Ja, also der Bremsklotz kommt erst in den Kolben rein und wird dann quasi angesetzt. 7er Imbusnuss. Achtet darauf, dass ihr das bitte gerade ansetzt. Gerade bei älteren Fahrzeugen geht das schon mal auch ein bisschen das Gewinde kaputt. So, angesetzt ist das Ganze. Bei dieser Schraube verlasse ich mich lieber auf meine Hand.
und ziehe das Ganze jetzt quasi so fest. Nummer 1 und Nummer 2. Vergesst nicht die beiden Käppchen, die auf die Immo-Schrauben kommen. Und jetzt muss natürlich auch die Feder wieder rein, die dürft ihr nicht vergessen, sonst stimmt der Abstand später nicht. Das heißt, ihr macht das hier unten rein, als erstes hier rein. So, da bräuchte man normalerweise einen kleinen Hammer. So. Und dann haltet ihr den Finger hier so drauf und schiebt quasi die Klammer so dahinter. Das war der erste Part. Und dann macht ihr natürlich das Ding auch hier wieder rein. Gebt dem Ganzen noch ein bisschen, einfach mit dem Schraubendreher oder mit dem Hammer drauf. Und zum Schluss kniebt ihr das Ding da drauf, drückt den ganz darüber, das drüber, und dann kontrolliert ihr theoretisch noch mal hier, jetzt muss ich das Hämmerchen doch holen, ob das Ding richtig drin sitzt. Ja, weil sonst habt ihr das Ding später in der Felge liegen. Ja Leute, zum guten Schluss natürlich 2-3 Mal auf die Bremse treten, Räder richtig festziehen. Und ganz zum Schluss, ja, also wenn das jetzt alles war, dann solltet ihr auch die Bremsflüssigkeit auf Maximum bringen, ja, und dann eine Probefahrt machen, gucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk mit Standardwerkzeugen, und wichtig ist immer, dass ihr Kargraf 29 nehmt. Ne? Das ist eigentlich so das Wichtigste an dieser ganzen Thematik. Ja. Also letztendlich war es das auch in diesem Video. Vielleicht fahren wir mal eine Runde gemeinschaftlich. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch komme. Und dann stelle ich euch das Auto mal vor. Und vielleicht ist das ja was für euch. Ne? Vielleicht sagt auch ihr, Mensch, eigentlich keine schlechte Kiste. Und ihr habt wie immer die Möglichkeit, das macht ihr ja bei den anderen Fahrzeugen auch, immer eure Erfahrungen zu dem Auto in die Kommentare reinzuhauen. Ja? Aber in diesem Video ist jetzt Schluss. Für mich geht es jetzt hier gleich weiter, weil ich mache nämlich jetzt die Bremse hinten. Und ja, da geht es jetzt quasi in einem durch. Und dann fahren wir das Ding noch und dann, ach, mal gucken, was wir sonst noch alle machen. Ja, was ich natürlich gerade noch gesehen habe, dass doch neue Schrauben dabei sind, die werde ich natürlich jetzt gleich nochmal eben da reinmachen. Ne? Andernfalls könnt ihr auch die alten nehmen. Ne? An die neuen würde ich auch immer so ein bisschen Antiquietsch packen und ja, theoretisch. Oftmals werden die natürlich rund, ne? Wenn die so gammelig sind, dann kriegt ihr die nicht los. Deswegen ist es schon cool, wenn da neue bei sind, nur sehr häufig sind da nie oder sehr häufig sind da keine mit dabei. Dass ich eigentlich schon fast gewohnt bin, immer die alten zu nehmen. Ja, Leute, letztendlich war es das auch in diesem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.